ein schnurriges Willkommen und guten Morgen. Wir haben bis zum Morgengrauen geruht. Ja, schnurriges Willkommen bei Albion. Bei Panty spielt Albion, um genau zu sein. Aber wir haben bis zum Morgengrauen geruht. Es ist früh am Morgen. Wir sind noch alle etwas müde. Und von daher verzeiht, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin, gedanklich. Ja, man sieht übrigens hier auf dem Bild, das habe ich nie so groß erwähnt, aber man sieht hier auf dem Bild, sieht man rechts, sieht man ein Lagerfeuer, rechts sitzt Tom auf einem Baumstumpf scheinbar. Ich kann nicht ganz erkennen, wer die anderen beiden sind, aber es ist eindeutig ein weiterer Mensch und ich glaube, das andere ist ein Iskai. Ich bin mir aber nicht sicher, im Vordergrund sieht man die Person nur von hinten. Es ist aber auch wieder ein sehr schönes Bild, wie gesagt, die Grafiken in diesem Spiel. Finde ich einfach nur herrlich. So, aber jetzt auf zum... Ja, Busch. Nicht mein George W., sondern ein Busch mit Beeren. Oder eher gesagt, Samenkörnern. Sehr schön. Dann wollen wir doch hier mal mit den Leuten reden, ansprechen. Verschwindet! Wir müssen hier die Stellung halten! Hier sieht man also wieder die Konfrontation. SKE gegen Menschen. Interessanterweise sieht das jetzt gar nicht nach so vielen Leuten aus. Tom, weil wir sind ja Tom, tritt zwischen beide Parteien und hält dabei das Beweisdokument hoch, sodass es für alle sichtbar ist. Ein Raunen geht durch die Reihen, als plötzlich Kontos aus dem Heiligtum kommt und sofort zu seinen Leuten spricht. Glaubt ihm nicht, fallt nicht darauf herein. Es handelt sich hierbei um einen ganz einfachen Trick. Man versucht euch fehlzuleiten. Das Dokument ist eine Fälschung. Die eine Dokumentenhälfte dem Teil entspricht, den Eddie aufbewahrt hat, dann ist es echt. Kann ich es einmal anschauen? Tom gibt dem Iskai das Dokument und sofort scharen sich einige andere Iskai um ihn herum. Plötzlich tritt aus den Reihen der Mahinos Darios hervor und bittet die Iskai, das Dokument ebenfalls untersuchen zu dürfen. Das Grüppchen mit dem Dokument zieht sich daraufhin zurück, während Kontos alle Hände voll zu tun hat, die immer skeptischer wirkenden Mahinos zu beruhigen. Drir und seine Freunde nutzen die Zeit, um zwischen beiden Parteien zu vermitteln. Sie erzählen den Iskai und den Mahinos von den vielen Gesprächen, die sie in der letzten Zeit geführt hatten, und von den gefundenen Beweisstücken. Die Unruhe, die mittlerweile beide Parteien ergriffen hat, weitet sich daraufhin zu einem gewaltigen Getöse aus. Kontos steht wie versteinert da und merkt, dass er die Kontrolle über das Geschehen immer mehr verliert. Schließlich unternimmt er eine letzte Anstrengung und brüllt: Hört mir zu! Meine Thesen stimmen! Ja. Jetzt kann ich hier nicht raus. Dankeschön. Das war WhatsApp. Das läuft tatsächlich nicht, aber die Push-Notifications kommen trotzdem durch. Ich fange noch von vorne an mit Kontos Ansprache. Hört mir zu! Meine Thesen stimmen! Ich werde euch beweisen, dass dieser Ort voller Grauen und Schrecken ist. Ich werde ihn nun betreten und in wenigen Augenblicken mit den entsprechenden Beweisstücken wieder hier sein. Wenn ihr unser Heiligtum entweiht, werden wir uns an euch rächen. Ha! Heiligtum! Leere Sprüche! Daraufhin betritt Kontos das heilige Gebäude. Und natürlich folgen sofort einige Iskai. Inzwischen ist Darios wieder zu seinen Stammesbrüdern zurückgekehrt. Alle scharen sich sofort um ihn und er beginnt hastig zu reden. Auf den Gesichtern der Mahinos entsteht ein Ausdruck von Verzweiflung und Pein. Die Iskai besprechen sich ebenfalls untereinander. Nach einiger Zeit tritt dann ein Sprecher hervor und verkündet: Wir sind uns ganz sicher, dass das Dokument echt ist und wir es richtig verstanden haben. Darios wird uns recht geben. Er hat sich selbst davon überzeugen können. Das Dokument ist ein Vertrag zwischen Kontos, Kriko und Gard. Die drei haben vor sehr langer Zeit etwas entdeckt, das wir selbst nicht wussten. Unter unserem heiligen Gewölbe liegen große Mengen an wertvollen Metallen und Mineralien. Das erklärt auch den Zwischenfall, bei dem ein Unbekannter, wahrscheinlich war es Kontos, in das Heiligtum vorgedrungen ist und Löcher gegraben hat. Vermutlich hat er damals Proben entnommen. Kontos ist intelligent. Er wusste wahrscheinlich, dass seine guten geografischen Kenntnisse, dass die Bedingungen für ein hohes Mineral- und Metallvorkommen an diesem Ort besonders gut sind. Und so steht unser Heiligtum schon seit Generationen auf einer Metallmine und wir haben keine Ahnung davon. Die Pläne von Kontos sind uneinfach zu verstehen. Durch seine zielgerichteten Gerüchte wollte er sein Umfeld davon überzeugen, dass dieser Ort eine Gefahr für ganz Maini ist. Glücklicherweise ist ihm das nur teilweise gelungen. Der Plan sah vor, das Heiligtum zu zerstören, um dann in aller Ruhe die wertvollen Erze abbauen zu können. Gard und Ricos Aufgabe in diesem Komplott war es, die Lage in Beloveno zu kontrollieren.
Sie versuchten dort ebenfalls solche Gerüchte auszustreuen. Zum Dank für den Rückhalt wären sie natürlich an den Gewinnen beteiligt worden. In diesem Dokument sind bereits die Anteile festgelegt. Außerdem haben sie ihren Einfluss im Rat zugunsten von Kontos genutzt. Doch Kontos hat auch Fehler gemacht. Mutter Erde hätte es niemals zugelassen, die Erze ohne ihr Einverständnis an Kriminelle abzugeben. Natürlich glaubt Kontos nicht an solche Dinge. Er denkt, dass mit Mathematik und Magie alles lösbar ist. Aber die schrecklichen Wesen, sie waren doch hier. Man findet ja immer noch welche von ihnen. Sie kommen doch aus dem Heiligtum. Nein, sie waren ebenfalls ein Werk von Kontos. Told you so. Er ist der einzige Magier auf ganz Maini, der in der Lage ist, solche Kreaturen zu erschaffen und herbeizurufen. Das werden alle seine engsten Vertrauten bestätigen. Mit diesen Wesen sind ihm gleich zwei Dinge auf einmal geglückt. Er konnte seine Magie erproben und er schuf damit falsche Beweise, die seine Thesen unterstützten. Unsere Magie ist für so etwas glücklicherweise nicht in der Lage. Außerdem beherrschen wir keine schwarze Magie. Diese längere Ansprache bringt den letzten Mahino, der noch hinter Kontos steht, ins Wanken. Eine erneute Unruhe macht sich breit und in den Reihen der Mahinos wird kräftig diskutiert. Allem Anschein nach trifft es sie ziemlich hart, als sie feststellen müssen, dass sie als Werkzeug zur Verwirklichung von Kontos habgierigen Plänen missbraucht worden sind. Und auch wenn noch die eine oder andere Frage offen ist, es ist doch ziemlich klar, dass die Bewohner von Kaunos an der Nase herumgeführt worden sind. Drea und die anderen haben das Schlimmste verhindert. Und es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis sich beide Parteien wieder versöhnen werden. Die ersten, besonders einsichtigen Mahinos, haben sich bei den Iskai schon entschuldigt. Andere haben sich beleidigt und niedergeschlagen auf den Rückweg nach Kaunos gemacht. Aber eines ist beiden Parteien gleich. Die Dankbarkeit euch gegenüber. Für die Vermittlung und die friedliche Lösung. Sowohl Iskai als auch Mahinos laden euch ein und sagen, dass sie sich freuen würden, wenn ihr sie später noch einmal besuchen würdet. Aber natürlich ist noch ein großes Problem da. Wo ist Kontos? Was macht Kontos? Und was tut er im Heiligtum? Ja, wir haben jetzt nirgends offiziell die Erlaubnis bekommen, in das Heiligtum zu gehen. Ich speichere mal. Und schau mal, ob das Spiel uns jetzt ins Heiligtum gehen lässt. Eigentlich wäre das nicht sehr logisch. Eigentlich müssten wir trotzdem. Wir dürfen reingehen. Nee, es hätte noch eine Texttafel gebraucht, dass die Iskai uns reinschicken, ehrlich gesagt. Das Tabu ist immer noch da und wir entweihen gerade das Heiligtum, auch wenn es schon entweiht ist. Das ist nicht so toll. Als Tom und die Gefährten den heiligen Keller betreten, sind sie zunächst einmal verwundert. Jeder hatte sich diesen Ort in seiner Fantasie anders vorgestellt. Ob düster, kalt oder eindrucksvoll, das hier hatte keiner erwartet. Dieser Keller gleicht beinahe schon einem Wohnhaus. Er ist gemütlich eingerichtet und bietet alles, was man zum Leben benötigt. Lediglich die Versammlungshalle und die merkwürdigen Türen in den Wänden lassen darauf schließen, dass dies ein besonderer Ort ist. Er ist nicht nur besonders, der ist sogar richtig besonders. Es herrscht eine eigenartige Stimmung hier. Tom meint sogar, leise Glockenklänge wahrzunehmen. Auf jeden Fall hat der Ort auf alle Gefährten eine besänftigende Ausstrahlung. Nein, ich werde das Spiel jetzt nicht nochmal auf Versus spielen. Dankeschön. Drir und die anderen möchten auf keinen Fall die ewige Ruhe der anwesenden Iskai-Seelen stören. Also gehen sie gleich wieder raus. Oh. Ich hatte jetzt echt nicht erwartet, dass was kommt. Okay. Ich werde laden und nochmal reingehen, weil ich will mich natürlich da drin umsehen. Hauptmenü. Nein. Spielstand laden. Let's play. Das war jetzt ein Witz und so, jetzt gehen wir uns hier mal um. Ich nehme an, wir können hier nichts plündern. Das wäre, wenn es heißt, wir wollen die Seelen nicht stören, wäre das echt komisch, wenn wir jetzt hier plündern könnten. Der Versammlungsraum ist echt komisch. Ach, das ist so im Kreis angeordnet quasi. Das sind wieder diese Früchte. Ja, okay. Die seltsamen Türen in der Wand, die man nicht öffnen kann. Unter diesem Tor ruht ein ewiges Bewusstsein. Man sollte ihm seine Ruhe gewähren. Ah, das sind also Grabmale. Ja, sogar ein Klo ist hier.
kann man also wirklich lange Zeit verbringen und der Toten gedenken. Das ist echt eine interessante Art von Friedhof, ehrlich gesagt. Man kann hier sogar schlafen. Das ist echt eine interessante Art von Friedhof, ehrlich gesagt. Wo man nicht nur, wo man einfach, wo die Lebenden und die Toten zur Ruhe kommen können, die Toten zur ewigen Ruhe. Und die Lebenden. Oh, okay. Nein. Es ist einfach falsch. Und die Lebenden zeitweise, indem sie hier meditieren. Oh, hier ist sogar noch ein Iskai. Kontos ist nicht hier. Ich habe schon überall gesucht. Ich weiß nicht, wo er steckt. Finde ich ein interessantes Konzept, ehrlich gesagt. Was haltet ihr von dem Konzept, dass... Naja, ich meine, das ist, ne, bei dem Friedwald ist es ja ähnlich. Da kann man ja auch hergehen. In den Wald gehen. So, in den Wald gehen und, ja, im Endeffekt in der Natur entspannen werden und bei den Toten ist. Das ist eigentlich viel entspannter und viel... Ich weiß nicht, ich finde es viel schöner, viel angenehmer als so ein bedrückender Friedhof. Ich meine, ja, wir trauern, aber sollten wir den Toten nicht eigentlich eher gedenken, als zu trauern? War mir ganz ehrlich. Also ich denke an meine Schwester, die an Krebs gestorben ist. Sie würde nicht wollen, dass ich hier die ganze Zeit da sitze und heule, und sie würde wollen, dass ich ein schönes Leben habe, oder? Und ist das nicht mit allen Toten so? Hätten die nicht gewollt, dass wir ein schönes Leben haben? Ganz ehrlich? Und sollten wir daher nicht eigentlich das eher, ja, als ein Ort der Meditation nutzen? Ich meine, man kann sagen, beten ist Meditation, aber wer betet denn in einem Friedhof auf diese Art und Weise, dass man es als Meditation sehen kann? Viele Leute besuchen den Friedhof ja sowieso nur als ja, das ist ein Muss, weil ich muss mich um das Grab kümmern und so. Also zumindest ist das mein Eindruck. Ich weiß nicht. Naja, lass uns zu. Es ist ja für viele Leute ein bedrückendes Thema. Lass uns von diesem bedrückenden Thema weggehen. Und zum Thema Tod wechseln, denn wir bringen jetzt Kontos um. Genau, das ist ein viel spannenderes Thema. So, der Kontos wird jetzt natürlich vorlaufen wollen. Gucken wir mal, ob wir ihn daran hindern können. Das klappt. Er hätte nicht abwehren können. Das heißt, im Endeffekt, jetzt hat er ein Problem. Weil, jetzt können wir nämlich hier beliebig auf ihn einschlagen, beziehungsweise wenn das wirklich funktioniert. Er dürfte jetzt eigentlich nichts machen können für den Rest des Kampfes. Das heißt, wir können uns jetzt hier erstmal gemütlich, der guckt uns jetzt gerade zu, wir gemütlich vor ihm stehen, mit gezückten Waffen, warten, bis unser Magier einen nach den anderen mit einem magischen Schild versehen hat und dann kloppen wir munter auf ihn ein. Schon ziemlich asso, muss ich sagen. Ich reicht das nicht, klar. Ah, wir haben vergessen, den zu reparieren. Naja, wurscht. Wir haben ja die Zeit. So. Der magische Schild ist echt geil. So. Und dann greifen wir einfach hier. Gerade noch in der Magiewelle. Prahlenschreckpanik, Berserker. Eigentlich hat das alles keinen großen Sinn. Einfach drauf. Das sieht aus, als wenn es weh tut. Alle eins nach links laufen lasse, dann kann Sira mit drauf haben. Kunak hat Stufe 20 erreicht und wir haben eine Glückskette. Einen Edelstein, den wir verkaufen können. Edelstein zu verkaufen. Wir kommen natürlich hier unten hin, dass wir wissen, dass wir verkaufen wollen. Ein Schutzamulett. Das ist natürlich interessant für alle, die
keine großartige Rüstung tragen können. Die Kleidung hier ist zu schwer. Da kann ich noch ein bisschen was tragen. 250 Gold und 4 Essen. Ah, ist nur langsam knapp. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Und dann geht's nach draußen. Das wäre jetzt natürlich ein sehr unspektakulärer Endkampf, weil wir ihn halt einfach fangen konnten. So, dann gehen wir mal in das Eskalator, beziehungsweise jetzt können wir auch erstmal verteilen. Wir haben eine Glückskette, die das Glück wohl erhöht. Also, Sira ist da schon mal ziemlich glückbehaftet. Wir auch. Tom könnte das gebrauchen, der hat aber ein Stärkeamulett. Was hat er? Ein Schutzamulett. Schutzamulett ist gut. Das ist Magieresistenz, oder was? Ja, das ist die Magieresistenz. Okay. Schutz oder Glück? Was hat er denn eigentlich? Ah, Danus Halsreifer. Wird das schon untersucht? Nein. Also untersucht im Sinne von identifizieren lassen. Ich würde sagen, wir pumpen ihm seine Magieresistenz auf 42. Das ist, glaube ich, besser als was er vorher hatte. So, und das kleine Amulettchen hier jetzt mit hier. Zum Verkauf. Die Glückskette, die ist tatsächlich, hat jeder jetzt ein Spezialamulett an, ne? Ja. Ja, auch Schutz. Ja, nicht schlecht. Der Nachhinein sehr Stärke. Schick. Alle sehen so schick aus mit ihren Amuletten. Dann wollen wir doch mal zurück nach Sri Lamina. Mal schauen, was die Iskai jetzt sagen. Und ob wir irgendeine Belohnung bekommen. So, während ich jetzt mal die Hand wechsle und mit der rechten Hand laufe, nehme ich mit der linken mal eben Nasenspray. So. Ein bisschen. Und da haben wir den Angriff, den wir immer an dieser Stelle haben. Es ist eine leicht andere Truppe, aber es ist immer ein Krondir auf der Karte. So. So. Und in diesem Endkampf natürlich die üblichen Verdächtigen. Da ist es ein Vanyak. So. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle zum Grinden, weil die Gegner wirklich immer respawnen. Und immer an den gleichen Stellen sind. Trennschaden erziehen. Ich wundere mich, wie das ist mit der Dornenschlinge. Beim letzten Endkampf, ob das geht. Ob man genau das gleiche mit dem letzten Endboss auch machen kann. Oder ob der immun ist. Ja, ich denke da schon drüber nach. Also das ist ein Kampf, der hat sich mir ins Gehirn geprägt, weil er wirklich bockschwer ist. Aber das werdet ihr dann sehen. Eventuell ist er auch nicht bockschwer, weil wir nicht gecheatet haben. Eventuell ist da eine Cheater-Erkennung drin. Das kann sein. Wenn er nicht mehr gehen, wenn wir ihn angreifen.
kümmern uns jetzt auch nicht mehr groß darum. Ah, doch, wobei, wer weiß, was wir uns noch kaufen müssen. In solchen Spielen sollte man immer das ganze Geld, was man kriegen kann, haben und nehmen und behalten. So, ja, ich gehe den Kämpfen gerade etwas aus dem Weg, weil ich es nicht künstlich in Länge ziehen möchte. So, ich kann das so machen. Dann gehen wir mal zu dem Mischwarenhändler. So, mal schauen, was er jetzt sagt. Er schmeißt uns schon mal nicht mehr raus. Tatsächlich Standardtext. Als wenn nichts gewesen wäre. So, der Laden hat den gleichen Faktor wie andere Läden. Edelsteine habe ich hier keine verkauft. Ich krieg nur ein Item da rein, wenn ich was rausnehme, von daher hilft mir das gerade nicht. Außer ich habe. Hatte nicht irgendjemand so eine Kette mit Goldemblemen noch? Nee, okay, dann habe ich das irgendwie falsch im Kopf. Ich habe keine Tränke mehr, die ich kaufen könnte. Das könnte ich machen. Das Messer kann ich kaufen, das ist quasi wertlos. Ich glaube, die drei. Ich weiß auch nicht, was das für einen Wert hat. Hier ist das Messer kaufen. Kann sein, dass das Ding nichts wert ist. Ansprechen. Eigentlich wollte ich die Tür aufmachen. Guck mal, was Ed hier jetzt sagt. Skymadin, kommt herein und trinkt eine Runde auf Kosten des Hauses. Lasst uns den Streit vergessen und gemütlich zusammensitzen. Jetzt kann ich bei ihm keine Rationen mehr kaufen. Tatsächlich habe ich die nötig. Das heißt, das muss ich dann in der anderen Stadt machen. Sagen die Leute hier was anderes? Das ist die Ernteperson. Und da weiß ich, dass. So, und das ist ein Käufer. Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Ich will jetzt nicht. Ich habe da eine gewisse Aversion gegen die Magiergilde. Na, seid ihr noch nicht auf der Weiterreise? Ja, und auch kein Gesprächsthema. Nun gut. Dann müssen wir wohl über Übel weiter. Das ist wahrscheinlich auch wieder so der Hinweis gewesen, du bist jetzt hier auf der Insel fertig. Okay. Ich habe gedacht, dass ich schneller bin. Gut. Ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Hier mit. Zauber, den ich früher ständig verwendet habe, weil ich gesehen habe, dass er einfach so viele Gegner one-hittet. Und dann irgendwann später. Na, das war auch gut Level up. Irgendwann später hat es einfach nicht mehr funktioniert. So. Und wir gehen den Weg entlang und in die falsche Stelle. Egal, da geht's auch nach oben. Jetzt ist es langsam dunkel, kalt. Grafik glitscht ein wenig aus. Was halt so passiert später am Abend. Da wird man auch müde von. Ja, die Uhrzeit stimmt jetzt übrigens mit der realen Uhrzeit überein. 7:30.
Das heißt, nach der Folge hier, wenn wir jetzt in... Ich will natürlich nochmal gucken, wer in Kontos Labor und so ist. Wenn wir da jetzt angekommen sind, gucke ich, also ich gucke mir die Stadt noch an und dann, bevor wir nach Beloveno weiterreisen, werde ich dann auch Schluss für heute machen. Mich dann oben an meinen Desktop-Rechner setzen und die ganzen Folgen, die ich gestern und heute aufgenommen habe, schneiden und hochladen. Das ist auch nochmal ein gutes Stück Arbeit. Tatsächlich, da ich einiges an Timelapses machen muss und so, werde ich wahrscheinlich für jede Folge auch locker 15 bis, ja, vielleicht sogar 30 Minuten brauchen. Was die Leute jetzt sagen, wahrscheinlich immer das, ja, das Gleiche. Schauen, kommen wir noch hier runter? Ja, wir kommen auch noch hier runter. So. Ich wollte wieder das Scrollrad nehmen, das kann das Spiel noch nicht. Das Scrollräder gab es damals noch nicht. Interessant, dass man Leute husten hört, oder was das für ein Geräusch sein soll. Aber hier ist niemand. Naja. Das gehört ja zu dem Ambient-Sound-Paket dazu quasi. Ja, ist niemand, es gibt noch keinen neuen Anführer. Gucken wir mal, was Dario sagt. Text, aber der Freund von Meltas, der muss doch einen extra Text haben, der hat bisher immer irgendwas Eigenes gesagt. Ich will immer hier zwischen der Truhe und dem Dienst vorbeilaufen. So, der ist irgendwie oben, da bist du da. Schön, dass ihr nochmal vorbeischaut. Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Sie sind zumindest Danke, sagt er. So, dann würde ich sagen, rasten wir hier nochmal. Fangen die Folge an morgens früh und wir enden die Folge mit einem Schläfchen. Und morgen früh, beziehungsweise nächste Woche, geht's dann auf nach Beloveno. Bis dann. Ciao, miau.